Also was war denn bislang euer schlimmstes Messeerlebnis? Ich hatte kein schlimmes Messeerlebnis, glaube ich. Noch nie. Messe ist das, immer gut. Das ist so wie mit, immer Rock'n'Roll. Das ist so wie mit Geburten, man vergisst es sofort. Schlimme Dinge passieren und man vergisst sie sofort, oder? Sabine, hallo, wie geht's dir? Gut, Nadine. Und dir? Mir geht's auch gut. Das ist schön. Mir geht's vor allem deshalb so gut, weil du uns sehr schöne Cover mitgebracht hast, die du uns nämlich vorstellen wirst. Und du wirst uns ein bisschen was dazu erzählen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Ältesten an. Und zwar ein Buch, das wahrscheinlich jeder kennt. 1984 von George Orwell. Ein Buch, das schon eine etwas alte Anmutung hatte. Insgesamt waren wir doch alle der Meinung, dass das schon ganz schön in die Jahre gekommen ist. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und habe im Internet gefunden einen Blog von einem englischen Grafiker. Und da habe ich dieses Cover gefunden, das ich sehr bestechend fand, mit der 8, wo das Auge drinnen ist, sehr reduziert, sehr toll. Dann haben wir den angesprochen, der heißt John Wellens und lebt in London und haben ihn gefragt, ob das tatsächlich nur ein Poster ist oder ob das schon mal als Buch erschienen war. Und er sagte, nee, ist nie als Buch erschienen. Dann haben wir uns mit ihm geeinigt, ihm die Rechte abgekauft und haben das von unserer Agentur adaptieren lassen. Wir haben das auf Naturpapier gedruckt, wir haben hier Relieflack, sieht man, glaube ich, wenn man es so kippt, dass es glänzt, auf die Typo gemacht. Haben hier noch ein Foto von Orwell reingemacht mit einem Zitat und hinten den berühmtesten Satz aus dem ganzen Buch. Und dann konnte ich die Kollegen noch davon überzeugen, dass wir dem Ganzen noch einen Farbschnitt geben, dass das Ganze wirklich so einen Objektcharakter hat. Und dann kam uns der Zufall noch zur Hilfe. Es hat ja jeder mitbekommen, dass dann plötzlich der Begriff alternative Fakten in die Welt kam und plötzlich wollte jeder wieder Orwell lesen und dann kam dieses sehr alte Buch auf die Bestsellerliste, Platz 1 und wir waren zufällig gleichzeitig mit dieser bestechenden, schönen neuen Ausstattung lieferbar. Ach so, ich dachte, das wäre andersherum gewesen, dass aus diesem Grund... auf die Bestsellerliste gekommen ist, wegen unserem tollen Cover. Nein, 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 dass wir ein neues Cover gemacht haben, weil es... Nee, das war wirklich zeitgleich, das war ein Zufall. Das lief schon, das war schon in der Produktion und plötzlich ist das... Und plötzlich ist es auf die Liste gekommen. Plötzlich holte uns die Realität ein. Dann noch ein Buch, das schon erschienen ist, von Brigitte Glaser, Bühlerhöhe. Das ist aus dem letzten Herbstprogramm. Ich habe es aber nochmal mitgebracht, weil das Cover eine sehr schöne Entstehungsgeschichte hat. Spielt in der Nachkriegszeit in Deutschland in einem Hotel auf der Bühlerhöhe. Und deswegen waren wir zuerst der Ansicht, dass es gut wäre, wenn wir eine Außenaufnahme von diesem Hotel oder eine Innenaufnahme von diesem Hotel aufs Cover bringen würden. Das Hotel gibt es auch noch, es gibt viel Bildmaterial. Und das war zum Beispiel eine Innenaufnahme wirklich auch aus der Zeit, als Adenauer zu Gast war in der Bühlerhöhe. Da haben wir uns einige Coverentwürfe angeguckt, waren aber der Meinung, das ist nicht das Richtige, wir hätten doch gerne eine Frau drauf. Es gab verschiedene Vorschläge, meistens wieder Innenaufnahmen. Und es war einfach hier wirklich die Schwierigkeit, die richtige Frau in der richtigen Umgebung zu finden. Und den Grafiker, den wir damit beauftragt haben, ist der Jörg Schmidt in München, ein sehr toller Grafiker, mit dem ich sehr gern zusammenarbeite. Und hat dieses Cover, dieses Motiv, dem man es wirklich nicht ansieht, dass es eine Montage ist, aus drei unterschiedlichen Bildern zusammen montiert. Und zwar gab es diese Frau, die saß an einem Alpensee im Original. Und die hat er dann in eine andere Landschaft gesetzt. Und dann war der Himmel aber, die Himmelstimmung nicht richtig. Und die musste noch ein bisschen dramatischer sein, weil es ja auch eine Krimi-Handlung gibt im Buch. Der Himmel zum Beispiel ist im Original ein Himmel über Venedig. Also toll gelöst, super schön geworden. Wir haben es auch wirklich schön ausgestattet mit Naturpapier und Lesebändchen und farbigen Vorsatz rundum. Sehr schön geworden. So, und Buch Nummer 3 ist? Ilona Järger, neues Buch über Marx und Darwin. Es ist ein Roman, die sind sich in ihrem Leben nie begegnet und Ilona Järger hat sie sich begegnen lassen. Und zwar im 19. Jahrhundert in London, wo die beiden auch wirklich nicht weit voneinander entfernt gelebt haben. Und die Schwierigkeit, die wir hier hatten, war, dass wir am Anfang immer mit Marx und Darwin Porträts gearbeitet haben und dass die Gefahr dann darin bestand, dass man geglaubt hat, ist es eine Biografie oder ist es ein Sachbuch. Und das sollte er nicht. Es sollte belletristisch ausschauen. Bis wir dann den gesehen haben, der uns sehr gut gefallen hat, eben diese beiden Männer von hinten im Spazierengehen, die nicht Marx und Darwin sind, aber sein könnten. Und das
freigestellt, nur auf Farbfläche hätte ja ein bisschen wenig sein können. Deswegen hat der Grafiker das Ganze noch, wie er das schön ausgedrückt hat, beseelt, indem er hier noch diese illustrierten Blätter, Ginkgo-Blätter angeordnet hat, eine tiefe Perspektive angedeutet hat durch die Kreise unter den Figuren und sehr schön ausgestattet mit Lesebändchen, farbigem Vorsatz, buchschön bezogen. Ein Schmuckstück und wird im Herbst im Handel sein. Wir wollten es in Leipzig schon zeigen. Genau. Sind wir schnell. Sabine, ich danke dir vielmals. Vor allem dafür, dass du uns einmal mehr davon überzeugt hast, dass man ein Buch durchaus nach seinem Cover beurteilen kann. Haben wir schon wieder was gewonnen? Wir haben den Buchmarkt Award in Gold gewonnen. Yeah. Bestseller Marketing Calendar Girl. Wow. Wie viel verkauft Exemplare? Ich glaube insgesamt über 600.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nicht schlecht. Wie feiern wir das? Groß. Volker, herzlich willkommen in Leipzig. Hallo. Hallo, hallo. Wie läuft die Messe bislang? Gut, sehr gut. Sehr angenehm. Leipzig halt. Volker hat uns zwei seiner Leseempfehlungen mitgebracht. Ja, ich habe viel mehr mitgebracht. Die sind da draußen alle dekoriert. Das haben die Kollegen netterweise gemacht. Genau, da in diesem Raum aber nur eine beschränkte Menge von Büchern passt, haben wir uns für zwei Exemplare entschieden. Besser gesagt, du hast es hier entschieden. Leg mal los. Ich fange an mit dem Naselesezeichen des Jahres. Soll ich das mal so in die Kamera halten? Wenn uns irgendein Buch ganz besonders am Herzen liegt, dann machen wir auf den letzten Drücker noch ein Nasenlesezeichen. Und das ist in diesem Frühjahr Daniel Coles erster Thriller. Ragdoll, dein letzter Tag. Der Autor heißt nicht Daniel Cole Ragdoll, sondern es heißt Ragdoll, dein letzter Tag. Wir sind hier auf der Messe auch immer mit wahnsinnig vielen Kollegen und Konkurrenten und so. Und bei dem Buch darf man ruhig noch dreimal darauf hinweisen, dass wir sehr beneidet werden darum, dass dieses Buch letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, den Weg zu uns gefunden hat, beziehungsweise gleich drei Bücher. Daniel Cole schreibt nämlich eine Serie und Ragdoll ist auch vor allem für Serienfans, die sich als solche verstehen, zu empfehlen. Reiß doch mal kurz das Thema an, während ich es nochmal in die Kamera halte, dieses schicke Cover hier. Ja, genau. Der Anfang der Story ist so... knallhart, dass man ihn sich eigentlich sehr gut merken kann, weil eine Leiche gefunden wird und auf den zweiten Blick sieht man, diese Leiche ist zusammengenäht aus Leichenteilen. Also wir haben eigentlich eine Leiche und sechs Opfer, genau. Dann ist der Ermittler, der Detective Wolf, logischerweise viel stärker verstrickt in diesen Fall, den er aufklären soll, als man am Anfang annimmt. Die Dinge nehmen ihren Lauf in einem sehr, sehr düsteren London und was er halt besonders gut kann, ist das Ganze zwischendurch immer wieder mit einem trockenen und englischen Humor auffangen. Okay, also Daniel Cole, Ragdoll, dein letzter Tag. Und Kontrastprogramm? Karin Thiel, die Zeit der Ruhelosen. Im Original heißt es, glaube ich, die Sorglosigkeit. Also es geht um genau das Gegenteil, nämlich das Ende der Sorglosigkeit oder so einer gesellschaftlichen Unbeschwertheit. Wir haben mit Karin Thiel eine ganz, ganz tolle Autorin, die schon einen sehr schönen Erfolg mit Die Gierigen hatte, mit ihrem zweiten Buch, auf Deutsch Die Zeit der Ruhelosen. Mir hat daran wahnsinnig gut gefallen, dass man Einblicke bekommt in die Psyche von Leuten, die in bestimmten politischen Kreisen unterwegs sind und wie die versuchen mit Vorurteilen, es geht um Rassismus, geht um Kriegstraumata, das sind alles so große Vokabeln, aber wie die eigentlich versuchen, auf eine sehr menschliche Weise damit klarzukommen, dass sie im Fokus der Öffentlichkeit stehen, dass sie unglaubliche Erwartungen an sich selber stellen. Und die französische Gesellschaft ist uns gar nicht so schrecklich fern, wenn es darum geht, wie Intrigen, Politik und eine zum Teil auch so kalkulierte Form von Rassismus die Gesellschaft bestimmen. Prima, ich danke dir vielmals. Was gibt's denn bei euch Neues? Die Herzenstage sind zurück. Im Herbst 2017. Tragt euch jetzt für unseren Newsletter ein auf herzenstage.org. Yay! Katja Katu, welcome to Leipzig. Thank you. It's very,
It's very nice to have you here. And this is your new book. In German it's called Feuerherz. Mm-hmm. What is the original title? Überbeerhornen. And what does it mean? It means night moth. Night moth. Mm-hmm. Okay. So let's talk about your book. What is the story? It's actually a story about one family in three generations, and it starts when 15 years old Irga Malinen, Finnish girls, elopes to Soviet Union in 1930s, and it's about story how she survives and how its life was there and how it's nowadays. So what is the inspiration behind the story? Well, I take my inspiration partly from history, so I take kind of historical reality and then my imagination. And also it's partly my family story. I think the Irka Malinen, who is the 15-year-old girl who goes to Soviet Union by skiing, there is lots of about my grandmother, who was very strong and very stubborn woman, and I wanted to imagine how would that kind of person survive in this very crazy and very illusional place like Soviet Union. And in which time does this story take place? There's actually two time levels. And the first starts 1937. And the second one is nowadays, 2015. And if you don't mind, apart from the book, let's talk a bit about yourself, because you're not just an author, you're very successful in Finland. Yep. You're a singer as well. And you sing in a punk band, is this is right? Yes, I sing in a punk band. I think it's, if you think the life of writer, it's very lonely and you have to be very specific and you're very controlled. So to sing in a punk band is kind of something totally different. And actually it's very fun to be with five girls and just we have been touring around Europe and been in Germany actually many times as well. Okay, so when's your next gig in Germany? Do you know already? Not really. Nowadays I have, unfortunately, I have not so much time to tour with the band. Okay. But until your next gig we can look into this book and read this. Thank you very much for being here. Thank you. Läuft schon. Jürgen, wie ist es in Leipzig? Schön, wie immer. Du bist ja Verlagsleiter Econ und somit kommst du jetzt in die dir sicherlich angenehme Verlegenheit, uns ein paar Titel vorzustellen als Leseempfehlung. Das mache ich gerne. Eines meiner Lieblingsbücher in diesem Programm ist von Jon Christoph Berndt Aufmerksamkeit. Klingt erstmal trivial, ist aber ein ganz großartiges Thema. Überlegen Sie einfach mal, mit wie vielen Nachrichten Sie jeden Tag frequentiert werden. Wahrscheinlich zu viele. Also, Jon Christoph Berndt sagt, die kostbarste Ressource, die Sie haben, ist Aufmerksamkeit. Es war insofern auch ein sehr spannendes Buch, weil Sie sich vorstellen können, dass ein Buch zum Thema Aufmerksamkeit auf gar keinen Fall langweilig darüber kommen kann. Wir hatten unglaublich viele Titelideen, zum Beispiel Thunfisch-Tango oder Du willst es doch auch. Oder der Lügenbaron auf der Abrissbirne, der nach Tiernamen verlangt. Am Ende ist es dann doch Aufmerksamkeit geworden. Was wir gelernt haben, ist wahnsinnig viel Respekt und Wertschätzung vor dem Grafiker, der so ein Buch machen darf. Weil Wertschätzung darf natürlich auch nicht langweilig aussehen. Und ja, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Kann Ihnen jetzt schon zeigen, wie es aussehen wird. Nämlich so. Und es ist natürlich Absicht, dass es falsch geschrieben ist. Okay. Genau. Also man muss nochmal genau hingucken. Genau richtig. Okay. Sehr schön. Ab wann ist das? Genau, ab Ende April, 28. April ist das Buch lieferbar. Nummer zwei, ja. Wir suchen ja immer besondere Themen, besondere Autoren. Nicht das, was man schon 100.000 Mal gehört hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich vor einigen Jahren Martin Kortzmeier getroffen habe, der eine Stiftung gegründet hat, und zwar Million Ways. Eine Million Wege, seinen Weg zu finden. Ich glaube, wir kennen alle Leute, die mit wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig viel Kraft
irrsinnige Ressourcen in ihre Hobbys stecken, ganz tolle Ergebnisse produzieren, aber gleichzeitig einen 9-to-5-Job machen. Und im gleichen Moment gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, die sich wundern, warum sie immer 0815 Ergebnisse von ihren Dienstleistern bekommen. Und es klingt relativ einfach, aber die Überlegung zu sagen, warum sind wir nicht in der Lage, das, was die Leute gerne machen, was in der Regel gute Ergebnisse produziert, mit Unternehmen zu verknüpfen, die dann bessere Ergebnisse bekommen, als sie sie vielleicht sonst auf dem Markt haben. Und der Titel heißt, nimm dir das Leben, das du wirklich willst. Sehr schönes Buch, toller Mann, kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank, Jürgen, und ich wünsche noch viel Spaß in Leipzig. Dankeschön.